Wenn Sie die Codes haben, setzen Sie mich auf die Maschine und bringen Sie mich zum Munitionswagen. Ich kann die Sicherungen ausschalten, aber beeilen Sie sich, Mädchen. Ich werde bald sterben. Ach, stell dich nicht so an. Nein, okay. Das ist doch mal ziemlich interessant. Hier liegt ausnahmsweise mal ein netter Soldat im Sterben. Sergeant Aziza. Und ja, wir sollten ihm jetzt helfen, ihn zum Munitionswagen zu bringen, damit er das Ungeheuer, welches wir gleich noch sehen werden... Gewehrmuni. Naja, dass der uns halt da irgendwie durchbringen kann, indem er das Ungeheuer in die Luft sprengt. Und geile, epische Musik gerade wieder, die auch ziemlich unheimlich ist eigentlich. Es ist nur komisch, was er meinte von wegen, wir haben einige Straßen vermietet, um Vergiftungen zu riskieren. Also wirklich Frage an euch mal, wie können vermiente Straßen vor Vergiftungen schützen? Das frage ich mich wirklich, weil das für mich gerade irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Und ich spreche woanders, nämlich jetzt hier oben. Ganz einfach, weil ich es kann. Muhaha. Oh, ich zitter echt unnormal, das geht nicht klar. Fuck you, warum zitter ich so? Oh, mir ist auch irgendwie kalt, oh Gott. Okay. Direkt vorbeilaufen. Nicht fressen bitte, danke. Und vor allem nicht Feuer spucken. Weil ja, dieses Viech kann Feuer spucken, das ist natürlich nicht gerade gesundheitsfördernd. Und diesen Drachen sollte man auch nicht gerade fragen, haben Sie mal Feuer? Nein! Nein! Geht weg! Oh, das ist hier so scheiße nervig, ich erinnere mich, die kommen hier ständig. Oh, nee. Oh, nee, das hört ja gar nicht mehr auf. Ey, wo kommt ihr her? Ey, fickt euch! Wo muss ich lang? Oh, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Obwohl doch hier, geht ja nicht anders. Oh, hallo, könnt ihr jetzt mal aufhören? Wie die mich hier umbringen, ey, ne? Alter! Ey, hallo! Ey, das gibt's nicht. Ja, Großes bitte. Ich meine, ich... Nein! Alter! Was sollte das denn? Ich hasse diese Stelle hier immer so, ne? Wegen diesen scheiß Viechern. Ich meine, ich habe ja genug Minis, um mich zu heilen. Das ist es ja eigentlich nicht, aber... Es ist einfach nur scheiße nervig. Und jetzt bin ich hier in der Hölle gelandet, oder was? Grüner Nebel. Wo gibt es bitte schön grünen Nebel? Das ist alles sehr unheimlich und mysteriös. Nee, nicht ducken. Ich wollte nochmal gucken. Naja, Leute, aber ob nervig oder nicht und mysteriös oder nicht, mit diesem ganzen Zeugs geht's im nächsten Part weiter. Bis gleich oder später. Ciao! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Immer noch in diesem, wie heißt es eigentlich? Nein, andere Richtung, da bin ich glaube ich schneller. Wie heißt es denn? Wie heißt das Ding? Wie heißt das? Das Tor zur Frikadelle, genau. Also, natürlich nicht Frikadelle, sondern Zitadelle. Ich habe es absichtlich falsch gelesen. Hahaha, ich bin so lustig. Ich habe das irgendwie immer so veralbert, schon immer. Ich weiß nicht warum. Hier gibt es auch viele dunkle Ecken. Ich weiß aber nicht, ob es sich lohnt, die alle mit einer Fackel abzusuchen. Ich möchte irgendwie so wenig Fackeln wie möglich verbrauchen. Das habe ich ja schon mal gesagt, obwohl hier ist es echt extrem dunkel. Aber nee, ich muss hier sowieso noch mal lang, von daher... Ach, ich mache das jetzt nicht, ich habe keinen Bock dazu. Welche Waffe habe ich eigentlich gerade? Okay, noch Gewehr, das ist sehr schön. Hallo? Wo geht's denn hier lang? Ah, ich erinnere mich. Stimmt. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Huch. Okay. Hier haben wir irgendwie ein Auto. Ihr seht gleich, was ich meine. Sekunde, ich schau mal um die Ecke. Genau, da oben ist ein Auto. Nee, Quatsch, oder? Nee, Quatsch, falsche Seite. Falsche Seite. Oder ist da hinten? Irgendwo war ein Auto. Das weiß ich doch noch. Ich will eben kurz Fernglas benutzen.
Ist echt so günstig, dass man das hier hat. Wieso wurde das nicht schon für die früheren Tomb Raider-Teile erfunden? Ach nee, da ist das Auto. Seht mal. Da müssen wir irgendwie hin. Weil da etwas sehr Wichtiges für uns ist. Fragt mich nicht was. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen, weil ich nicht spoilern möchte für die, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen. Ja. Ach ja, und hier ist auch ein Auto. Genau, hier können wir auch gar nicht hin, oder? Oder mussten wir hier hin? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Aber hier können wir im Moment sowieso noch nicht hin. Hier können wir das uns nur schon mal irgendwie angucken. Weil egal, wie ich da hinspringen würde, ich würde es nicht schaffen. Frage ist nur, wenn ich hier so falsch bin, wo muss ich dann hin? Ich mach doch mal eine Fackel an. 84, ich hab ja eigentlich genug. Was stelle ich mich denn so an? Wie das jetzt aussah in der Dunkelheit, auf einmal nur so dieser grüne Strich. Sehr nice. Genau, hier unten waren, glaube ich, Fledermäuse. Deswegen mal eben die normalen Waffen ausrüsten. Fledermausi Klausi und seine Freunde. Oh. Okay, silberne Särge und eine komische Musik. Und hier ist eine Tür, die irgendwann aufgehen wird. Sind das hier Trümmerteile oder kann man das aufheben? Hallo? Nein, kann man anscheinend nicht aufheben. Och nee, so eine Kameraansicht mag ich nicht. Da macht Lara wieder ihre Sportübungen. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Okay, ich lasse es. Was ist denn hier? Oh Gott, ist das dunkel. Fackel, Fackel, Fackel. Von Fack. Na komm. Fackelchen. Ah, okay. Ah, nice. Dankeschön. Oh, ich sehe nichts, Leute. Das ist ja echt extrem scheiße. Kacken, dunkel. Hier ist auch eine Tür, die ist wohl aufgegangen vorhin. Hier ist auch noch ein Schalter. What the fuck? Ah. Oh, ne. Jetzt geht endlich die Tür auf. Geht weg. Oh, ich höre das Ungeheuer hier. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ne, 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 ne. Kommt, Schätzeleins, das wollt ihr mir nicht antun. Nein, wollt ihr nicht. Oh, Lara. Die Fackel wegzuschmeißen ist auch so viel wichtiger, ne? Oh, jetzt geht endlich weg hier. Alter. Die stressen mich echt, die Viecher. Wie viel Energie habe ich jetzt verloren, wirklich? Ach, geht. Noch brauche ich keinen. Oh. Ihr kleinen Mistvampire. Ich stehe auf Vampire, aber so nicht. Oh ne, oh kommt! Was soll diese Scheiße? Also hier ist der echt ein bisschen zu viel. Ohne Scheiß. Aha. Okay. Och nö. Seid ihr jetzt alle tot? Dankeschön. Nervt mich doch nicht, Kiddies. Wo muss ich überhaupt hinswingen mit dem Seil? Wenn ich fragen darf. Fernglas. What the hell? Hab ich mich erschreckt? Scheiße! Fuck! Fuck you, Cordy, sei.
sein und Eidos, ihr seid so scheiße. Oh nein. Nehme ich das Fernglas, ist auf einmal voll die große Fledermaus. Hab ich mich erschreckt. Ich glaube, da hinten muss ich hin. Okay. Nee, das war jetzt echt geil. Das war zu genial, Leute. Aber ich glaube, ich muss zuerst den Säulen swingen. Ich habe aber keine Ahnung. Ach, war das gerade schön. Okay, Leute, ich würde sagen, die Zeit ist auch so gut wie rum. Deswegen mache ich hier jetzt schon mal den Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich ohne zu groß gewordene Fledermäuse. Also, bis dann. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu, ja, Let's Play Tomb Raider 4, The Angel of... ich wollte schon wieder The Angel of Darkness sagen, ich Dummerchen. Nein, wir spielen nicht The Angel of Darkness, das haben wir schon durch. Wir spielen The Last Revelation. Vampire Girl, kapier's doch endlich mal. Okay. So, ich habe gerade gelesen, dass es hier nur zu einem Secret geht, bei der rechten Glocke auch nur wohlgemerkt, zu linken müssen wir überhaupt nicht. Aber ich versuche mir das auch mal zu holen, weil Secrets sind ja nie verkehrt. Und ich werde jetzt auch nicht so viele Versuche daran verplempern, weil, wie gesagt, Secret und so. Und Secrets, ich werde eh nicht alle finden und es gibt auch nicht mal was extra, wenn man alle Secrets findet und... Nein. Obwohl daraus okay, hier kann man ja um Ecken hangeln in Tomb Raider 4. Vorausgesetzt, es befindet sich auf gleicher Höhe. Fuck you. Wirklich, einfach nur fuck you. Nice. Nice Sprung, Baby. Thank you. Hep. Ist das eklig. Ein Skarabäus. Jo, ist klar. Ein Skarabäus braucht 3 Gewehrschuss, um erstmal dann zu sterben. Es ist so realistisch. Ein bisschen dumm, immer auf dem gleichen Slot abzuspeichern. Egal. Komme ich da so hin? Ja, komme ich. Ich dachte schon, ich müsste da mit Rolle hinspringen oder so. Der Sprung wäre ja komplizierter, aber ist er ja gar nicht. Da wollten die Spieleentwickler ja doch mal gar nicht so sein. Die tun ja immer nur so gemein, aber sind sie es gar nicht oder so. Nur manchmal. Hup. Jede Wette, gleich kommt wieder ein Skarabäus. Okay, hier anscheinend noch nicht. Ich dachte, hier wäre jetzt schon einer. Ah, da muss ich hin, okay. Skarabäus. Ja. Alter, ziehen die Viecher Energie, aber so mit dem Demo... Mit dem Revolver sind die tausendmal leichter auszuschalten. Aber ich habe ja genug Heilung, wie gesagt. Ich meine, guckt euch das an. Wie geil bin ich denn? Frage ist jetzt, wo muss ich genau hin? Kann man hier oben hangeln? Fragezeichen? Ich glaube, ja. Frage ist auch nur, bringt mir das was? Eben Fernglas gezückt nochmal. Also da ist nichts. Und das... Auch nichts. Nee, also wenn ich da hangeln kann, ist es ziemlich sinnlos. Ah, da kann ich nicht hinspringen, weil Wand davor ist und... nee, ich wollte... Das wollte ich nicht. Oder... Ach, ich weiß es gerade nicht. Ich verwirrt sein. Tun. Oh, das ist jetzt aber schade. Ich weiß jetzt nicht genau, komme ich da hin oder nicht. Naja, ausprobieren würde ich mal sagen, ne? Aber das sieht so extrem unmachbar aus. Andererseits muss es ja einen Grund haben, warum ich jetzt hier hingekommen bin. Ne? Ich könnte ja nicht hier so machen, ja, jetzt bist du hier und hast keine Ahnung, wo du hin sollst. Ne, ja, scheiße. Ich weiß nicht, ob das auch zu schmal ist. Ach, egal. Probieren geht, aber studieren. Und speichern geht über speichern. Oder so. Hoffentlich ruft mein Schatz nicht während der Aufnahme an, sondern gerade während ich eine Aufnahmepause mache. Gut.
Normalsprung? Ich glaube nicht. Never. Okay, das war falsch. So macht man es also nicht, liebe Kinder. Wir schauen einfach mal, wie man es richtig macht. Gut. Mann, wo muss ich denn lang? Das ist doch gerade dumm. Oder gibt es hier vielleicht doch irgendwie eine Nische in der Wand oder so? Mal eben gucken. What the fuck? Hier kann ich mich festhalten, aber ich kann mich weder hochziehen noch hangeln. Was soll das denn jetzt bitte schön sein? Kann ich hier irgendwie hoch? Hey, what the... Ey, hallo. Ey, was ist das denn hier für eine Scheiße? Sorry, wenn ich mich gerade blöd anstelle. Aber das verstehe ich gerade echt nicht. Nee. I don't understand that. Oh, es geht schon weiter. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Sorry. Oder muss ich hier doch hangeln? Ja, und dann hier voll die Musik. Ja, toll. Didim. Och, Mensch, Leute. Oh. Fick die Hände. Aber ich weiß jetzt wenigstens, wie es weitergeht. Nee, aber die Spielentwickler sind auch lustig. Nee, ich spring da ran. Didim. Und man hört schon längst, wie Skarabäus. Also, nee. Nein. Okay. Das ist doch echt dumm. Also wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, dann zweifle ich langsam echt an meinem Verstand. Ja, ist klar. Oh, ich hasse diese kleine Mücke, ne? Okay, kleine Mücke ist jetzt echt sehr... falsch, okay. Nur nicht beirren lassen. Ich hatte nämlich gerade auch Panik gegen den scheiß Skarabäus, also... Kannst du bitte aufhören, mein Blut zu trinken, du scheiß Viech? Na, komm mal. Doch nur zwei Schuss? Doch nur zwei Schuss. Okay. Moment, warten Sie mal. Liegt hier noch was? Ich glaube, da liegt ein kleines Midi, oder? Hallo. Achso, kriechen. Ja, ein kleines Midi-Pack. Hurra! Jetzt freue ich mich. Und die Lara freut sich auch. Oder, Lara? Ja, yippie. Okay. Mal sehen. Muss ich hier oben hin? Oder, nee, das ist wieder so ein schmales Ding, wo ich durchglitsche. Oder durchglitschen würde. Ach, wieso muss das nicht so dunkel immer sein? Ich wette, dass ich dahin muss. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen komisch, ne? Fernlass, nochmal. Cookie. Aber hier ist ja nichts. Deswegen, es ergibt Sinn, dass ich dahin springe. Worum mich das hinführen mag. Es ist spannend. Ich glaube, ich speichere erst nochmal. Oder? Jo. Man weiß ja nie, was einen da so erwartet. Oh, Tap. Juhu, kein Skarabäus. Oh, guck mal, da hinten kann ich in die Wand. Ich weiß nur gerade nicht genau... kann ich da hin? Ja, mich nervt es auch ein bisschen mit dem Fernlass ständig zu zücken und so. Oder bin ich jetzt hier... Ach, ich muss direkt von hier aus dahin springen. Sag mir das mal einer. Darauf muss man ja auch erstmal kommen. Ja, das klappt tatsächlich. Das sah so unmachbar aus. Yay! Erlösende Musik.
voll cool und voll dunkel. Okay, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie es hier weitergeht, schaltet beim nächsten Part wieder ein. Also, ciao!